Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dredge. Wir machen genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das Speichersystem funktioniert, wunderbar. Wir haben, lass uns mal gucken, Pursuits. Überraschend wenig aktuell. The Collectible weiterhin Zeug, da müssen wir also die Augen offen halten. Und wir brauchen nochmal einen Freaky Fish. Da warten wir so ein bisschen darauf, dass das Spiel uns das einfach gibt. Andere Chancen, so auf den ersten Blick zumindest, haben wir bisher noch nicht. Ebenfalls wichtig ist, genau, wir bräuchten irgendwann vielleicht nochmal weitere Bücher. Das Zeug, ich sag mal, soll einfach mal da drin bleiben. Wir haben auch hier hinten nicht mehr diese Lichtsäule. Das haben wir also definitiv abgeschlossen. A single unlucky hit is enough to knock out an engine and you wouldn't want to be without a motor when the fog rolls in. Yeah, true that. So, wir haben hier unser Crabport. Die haben wir repariert. Wir haben zwei Motoren, wo man sieht, wir haben mittlerweile einer, der schon mal besser ist. Wir haben hier theoretisch schon zwei Angeln, die kosten aber durchaus Geld, was wir nicht haben, um beide zu bekommen. Dementsprechend, ich würde eigentlich am liebsten warten. Dass wenn man hier sieht, oh, Mangrove und Volcanic, zwei Sachen, die wir bisher noch nicht können. Aber wie man sieht, die sind drei groß. Das würde also aktuell hier gar nicht reinpassen. Das würde auch nicht dorthin passen, weil es sind drei dort, zwei hier, zwei dort. Und die können wir, glaube ich, auch nicht bewegen, I think. Ohne halt, glaube ich, Zeit und Geld zu investieren. Dementsprechend, ich würde am liebsten jetzt noch gucken, drei weitere hier zu sammeln. Das ist ein 2x3. Okay. Wir dürfen uns das mal überraschen lassen, wie wir das wirklich voranbringen. Und ich realisiere, hier oben sind noch weitere Optionen. Oh. Ich dachte, das wäre so mehr oder weniger alles. Alright. Ja, Netz, da dürfen wir noch warten. Das ist etwas, was wir bisher noch überhaupt nicht haben. Okay. Dann. Wir können natürlich einfach versuchen, mit Nachtfischen was zu erreichen. Da hinten haben wir... Vielleicht ist das eine Aussage, wenn das so leuchtet. Probieren wir doch mal unser Glück. Okay. Ja, alles klar. Der sieht freaky aus. So, kommt uns hier irgendjemand doof? No, nicht ganz, aber wir haben das Wichtige hier für die aktuelle Situation. Dann dürfen wir mal gespannt sein, denn ich behaupte einfach mal, dass vermutlich für den Fischmonger nicht allzu gesund sein wird, das zu essen. So, have you got any of those mutants? Yes. Remember, any aberrant will suffice. I suspect they are all the same underneath. Alright. Good luck, my man. The fishmonger takes the aberrant fish from you. He clutches it close to his chest, wringing his hands around its slimy body. Yes, this should do nicely. Here's what the fish is worth. And why don't you take these two? They're of no use to me. Achso, da können wir auch mit der Mittelmaus, das hat die auch nicht verkehrt, Mittelmaus das drücken, um zu Storage zu sagen, obwohl ich mal davon ausgehe, dass es nicht in jeder Situation möglich ist. Do you hear that? It sounds like the faintest whispering. You listen. Silence. In the stillness of the room, the fishmonger's hands begin to tremble. His face grows anguished. Please, sell what you need, then leave. I must deal with this creature quickly now. Okay, wir verkaufen einfach nur hier. Joink, was wir gerade bekommen haben. Damit könnte man in der Theorie zumindest einen der Angeln sicher jetzt kaufen. Ohne gefühlt kein Geld mehr zu haben. The fishmonger's door slams behind you. You hear a heavy scraping of a metal bar sliding across it. Okay, er ist aber zumindest... The fishmonger's door is barred from the inside. Man kann ihn immer noch ansteuern, aber nicht mehr wirklich besuchen. Okay, ja, das ist natürlich eigentlich... Also für mich aktuell in der Situation, in der wir uns befinden, würde ich am liebsten die Rod weitermachen. Das Problem ist nur, dass wir aktuell noch nicht die Möglichkeit haben, da tatsächlich was zu erreichen mit. Denn selbst wenn wir das jetzt haben und auch kaufen, wir brauchen da noch ein bisschen Hilfe. Remember, you don't have to have all the materials at once. You can store them, genau. Show details.
Vault of... Ach so, okay. Ein bisschen, ach so, und man kann auch auf Storage einfach zurückgreifen. Okay, schön. So, Net Space, Rod Space. Eigentlich ist es das da, was wir verfolgen müssten. Damit wir... alles für... Oh, es kostet auch Geld, alright. Additional Slots configured. Nice. Upgrade your vessel to Tier 2 Hull and add 5 new cargo spaces. Das ist das, was ich ganz, ganz, ganz dringend brauche. So, jetzt will ich mal gucken. Oh, ich habe noch nicht mal eine Aussagefähigkeit, wo das Zeug hinwandert. Hätte mir besser natürlich gefunden, wenn die dann hier hingegangen wären. So ist natürlich so ein bisschen doof, denn wir machen hier unten dann ein. Mit denen noch kriegen, dann wäre es cool, aber so. Leicht arschlos, leider. So, wie würden das aussehen? Ne, wir müssen uns erst dorthin arbeiten. Ich meine, das ist natürlich alles nicht verkehrt. Deswegen, ach so, da wird der auch angezeigt. Ich guck mal ganz kurz. Oh, dann werden die zu was anderem modifiziert. Und da würde man welche hinsetzen. Okay, lass mal auch hier nochmal gucken. Okay, das wäre dann für die da gedacht. Improved Outboard Engine. Es riecht so ein bisschen nach, als sollten wir auf 3 von denen warten. Und ich mache das jetzt hier schon mal. Damit man die dann später kombiniert oder ähnliches. Gut, legt man sich jetzt schlafen. Wir haben nichts mehr Wichtiges dabei. Na. Ich würde ganz gerne unsere Crabpots da hinten nochmal anbringen. Gucken, ob wir das bereuen, hier nochmal rauszuschippern. Ich habe vor allem kein Licht an, kann das sein? Dann ist der Rich. So, sorry, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Was haben wir jetzt noch offen? Achso, einfach nur für Renex. Das heißt also, hier werden wir vermutlich einfach irgendwann das Problem haben, dass das, was hier dabei ist, nicht das Interessanteste ist. Wir müssen irgendwann weiter raus. Einfach gucken, was da draußen noch auf uns wartet. Deswegen hier ist zum Beispiel nicht die Möglichkeit, was nachvollziehbar ist, dass man es nicht einfach in seinen Storage schmeißen darf. So, da ganz hinten. Nee, das ist einfach nur eine Leuchter. Alles klar. Dredge. Hey, die können wir noch nicht Hadel. Gut, dann lasst uns... Achso, wir sollten gucken. Wir wissen ja, wir können sogar noch tiefer das Ganze platzieren. Ach du heilige Scheiße, let's go. Oh shit. Das Ding hört vor allem nicht auf. Okay. Uncool. sehr uncool. Aber so ein Riesenvieh aus dem Nirgendwo kommt. Okay, damit kann man natürlich auch sicherstellen, dass ich nicht einfach irgendwo hinfahre. So. Da oben waren wir, ne? Steelpilot. Wir können trotzdem mal ganz gern darüber gehen. Wir haben auch hier so gewisse Tiefen, die wir mittlerweile schon erreichen können. Genau. Machen wir einfach mal einen hier. Ich gucke einfach mal, wenn wir vielleicht hier so ein bisschen nochmal eine größere Runde fahren. Deswegen, ich würde natürlich ganz gerne schon so ein bisschen vielleicht an die 20 Meter kommen. Aber scheinbar... Oh, das ist schon wieder das Ding, das auf einen wartet. Alright. Oh, es geht aber immerhin woanders hin. Builder. Hey, thanks again for helping me move out here. I've managed to get myself set up now. I found this while I was unpacking. You should take it.
The engineer's companion. Okay, she hands you a book. The cover's dusty, but in otherwise good condition. If you ever need to use the dock or store stuff here, be my guest. Okay, also das ist wirklich mehr oder weniger einfach nur ein simpler Checkpoint. Soll mir ganz ehrlich recht sein. Ach ja, wir können da noch ganz kurz gucken. Genau. I haven't read this yet. No, das war nicht die Idee. Whatever. Dachte, ich wäre hier auf dem Spyglass. So, das ist relativ zügig, aber noch nicht auf dem Punkt, wo ich mir Sorgen mache. Sage ich, als das Ding fast in mich reinäumelt. Ist das? Das ist alles Stretch. Achso, ich sollte vielleicht auch ein bisschen gucken. Das ist Holz. Und hier bekommen wir Metal. Oder Scrap ist es offiziell, glaube ich, als Bezeichnung. Hier ist natürlich angenehm, dass wir sehr nah an einem Abgabepunkt sind. In unserem Storage. Aber ich gehe davon aus, dass wir trotzdem demnächst einfach mal hier eine Pause einlegen müssen, denn das Auge in der Mitte ist rot am Pulsieren. Oh, weil es auf einmal dunkel geworden ist. Alright. Uh-oh. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe immer das Gefühl, dass das vielleicht in Verbindung steht mit dem... mit dem Schiff vielleicht? Deswegen, jetzt mache ich das logischerweise auch noch einfach, weil wir das gleich wieder abgeben können. Sehr gut. Ach, das war's auch schon wieder. Gut, dann machen wir hier halt... geben ab und dann... ist einfach Schlafenszeit. Okay, wenn man das so macht, dann ballert er die einfach da so rein, wie er es hinkriegen kann. Alright. Some resting time. Ja, dann würde ich ganz gerne mich einfach mal hier so ein bisschen umgucken, was hier noch so... Uppala. Was war das? Game Mode. Achso. Was man hier vielleicht so in der Umgebung noch finden kann. Denn hier sind definitiv noch weitere Inseln. Ich glaube, das sind dann die da, ne? Ja, hier ist jetzt was dabei. Take all. Oh, pick up. Okay. Deswegen bei Take all denke ich immer, oh ja, alles mitnehmen. Ist hier irgendwas Interessantes? Ich könnte euch gar nicht sagen. Oh, das ist ein Ex. Habe ich schon wieder vergessen, dass das uns gegeben worden ist. Scheinbar. Gut, dann lass mich mal ganz kurz hier nochmal rüber gehen. Ach du Scheiße. Ach so. Hey, ihr seid. Ja. Wie immer, ich will rechte Maustaste drücken, um hier mir die anzugucken, nicht um das auszuwerfen. Bye bye. Bleib mal ganz kurz hier noch so ein bisschen in der Nähe der Inseln. Wir hoffen, dass irgendein großes Vieh kommt, das mir wiederum böse gesinnt ist. Mir vielleicht nicht einfach folgen kann. So hat man hier... okay. Vielleicht nochmal irgendwelche Möglichkeiten, hier und da was zu sehen, mit interagieren zu können. Oh. Please, no hurty. Hm. Heißt einfach nur Grey Eel. Ja, bis da ganz hinten. Das ist mir ein Ticken zu weit weg. Ja, ich hätte gehofft, dass hier eigentlich irgendwas wäre. Mehrere Inseln. Außerhalb von Steel Point. But nope. Okay, dann versuche ich mal noch so ein bisschen aus diesem Fishing Trip rauszuziehen, indem ich einfach jetzt wirklich was mitnehme. Kann man den irgendwie besser platzieren, ohne dass er gefühlt einem alles wegnimmt? Ja, vielleicht so.
Das ist natürlich auch das Problem der Cons, die sind wieder doof anzuordnen. Jetzt muss ich kurz ein Gefühl bekommen. Okay, also wenn ich hier einfach schräg fahre, sollte das funktionieren. Aber natürlich, falls das auf einmal gefährlich werden sollte. Dann haben wir nochmal eine Fluchtmöglichkeit. Oh, das klingt alles nicht so schön. Ja, und dann haben wir auch das schon wieder geschafft. Da arbeiten wir uns eigentlich relativ zügig durch. Wir werden eigentlich angezeigt, wo die... Ah, sehr schön. Wo wir die Crabpots hingeschmissen haben. Crabpots. Und da hinten sehe ich schon wieder zwei Freunde. Einerseits das da. Mal gucken, ob wir das vielleicht schon einsammeln dürfen. Okay, das ist einfach nur simpel. Kann ich mit ein bisschen Tetris das irgendwie noch besser platzieren? Ich sag mal leider nein. Okay, dann wart vielleicht mal auf mich. Mach kurz Platz und dann holen wir dich noch. Solange das böse Schiff nicht an uns vorbeischippert. So, große Frage muss jetzt nur sein. Ist Buddy wieder bereit, hier Sachen zu kaufen? Blinding headache today. Did you come by yesterday? I don't recall. Anyway, what can I do for you? 140, nice. So, und das war's auch schon. Das klang... Oh, shit. Oh. Okay. Das mit den roten Augen hatten wir aber so auch noch nicht. Haben wir dafür so viel Schiss jetzt? Okay. So, ich muss mich trotzdem... Achso. Okay, die Musik hat aufgehört, weil das Ding weiter weg ist und scheinbar auch gleichzeitig die roten Augen. Das scheint also zusammenzuhängen. So, ich würde das ganz kurz jetzt noch machen, bevor es nämlich Nacht... Wuppala. Nacht wird. Aha. Little Freak, eh? An unknown green energy arcs and crackles over this fish's scales. It thrashes ceaselessly, even hours after being pulled from the water. Nope, freaky. So, okay, keiner, der jetzt so direkt danach schreit, eingesammelt zu werden, also gebe ich den einen ganz kurz. Oh, oder wir machen einfach die hier logischerweise noch. Aha. Einfach nur, um die Taschen zu füllen. Vielleicht sollten wir ernsthaft nochmal gucken, andere Bereiche anzusteuern. Um mehr über eventuelle Schätze zu lernen. Not all Skullfish are the same. Some contain abnormal specimen. Genau. No. F ist die Taste. So, auf jeden Fall ist hier auch schon wieder das Licht ausgegangen. Was für jetzt ja in Ordnung geht. Okay, dann würde ich mal sagen, der nächste Bereich ist, den wir anstellen sollen, vielleicht da unten. Ich sag einfach mal, den, da brauchen wir nicht mehr. Da setze ich einfach mal ein Placemarker. I don't know, irgend sowas. Ich versuche da jetzt nicht die größte Logik herauszulesen. Oh, 11 Kilometer da lang. Okay. Aber es ist tagsüber. Also, ich gehe mal trotzdem jetzt hier. Und wir gucken einfach mal, ob was damit erreicht werden kann. Oh, great. Oh, ganz großes Kino. Keine 2 Sekunden draußen und schon kommen die Wirbelwinde. Aha. Es könnte sein, dass wir nicht auf
aufs offene Wasser allzu weit aktuell kommen können. Heißt also, wir machen vielleicht einfach Schritt für Schritt. What? Wait, what? Ist an der Wand hängen geblieben. You approach a hooded figure swathed in dark blue robes. Their face is barely visible. Fisherman, please help. You can barely hear the rasping whisper above the wind and waves. Fulfill the hunger. The hooded figure unfurls an old paper scroll. They point to a shape known at the top. It appears to be a blue mackerel. Alright. Oh, das wollte ich nicht. Das Spyglass ist für mich Standardeinstellung. Blue Mackerel Dredge da drüben, okay. Irgendwo gerade gesehen, dort. Okay, vielleicht kriegen wir das hier hin, ohne dass wir gleich von einem Tornado wieder angegriffen werden. Hier ist wirklich einfach so, okay, ja, wir haben die eine Sache da hinten, aber dadurch, dass wir jetzt gerade hier was machen können, brauchen wir da auch nicht umdrehen oder irgendwas nach hinten verschieben, außer von dem... Boah, das Quest muss nicht dahin verschieben, so rum. Okay, er will einen von denen, dementsprechend kriegst du auch erstmal nur einen von denen. Einfach, weil ich nicht weiß, wo wir hinfahren. Und ob das da irgendwas gibt, was dann uns das Zeug wieder verkaufen lässt. Okay, buddy. Fulfill the hunger, yes. With expert precision, they plunge their hands through the gullet of the fish and tear out the heart. They stuff it into their mouth unceremoniously. More still empty. They point to another shape on the second scroll. This one looks like a tiger mackerel. Hatten wir Tiger Mackerels jemals getan? Gefangen gemacht. Let's 81. Coastal war das? Das könnte Tiger Mackerel sein. Achso, da gibt's auch halt. Achso, wir haben jetzt alles andere deaktiviert. Deswegen mehr als das haben wir bisher eh nicht. Da ist sogar einiges dabei. Okay, Tiger Mackerel haben wir noch nicht. Achso, da könnte man natürlich nochmal kurz herausfinden. Gale Cliffs. Where are the Gale Cliffs? Oh, wir müssen eh dorthin. Alright. Oder wollen dorthin, sollte man sagen. So, da hinten sehe ich eine Stadt. Vielleicht mit ein bisschen Glück kommen wir dorthin. Ohne dass uns das jemand böse nimmt. Maybe. Also ich kann definitiv jetzt mittlerweile natürlich verstehen, dass es vielleicht von Vorteil gewesen wäre. Moment. Schon so ein bisschen in einen besseren Motor zu investieren. Wir haben zwei. Das ist also schon mal ein bisschen was, aber... Dunkelwürz. Oh. Okay, das ist von einem Ort aus kommt, ist ein bisschen beunruhigend. Okay, solange mir hier jetzt niemand doof kommt. Oh, never mind. Hätte ganz gerne das eine mitgenommen, aber halt, ich kann mich da nicht hinstellen und nebenbei mit dem Tornado spielen. Pile of loose debris. Clearing this would take some strong explosives. Okay, also wir müssen irgendwann mal herausfinden, wie wir daran kommen. Und bisher sind jetzt schon zwei Punkte, in die wir nicht rankommen.
An old man emerges from one of the nearby broken buildings and hobbles towards you. Ah. Oh, greetings. Don't have many visitors around here. What is it that you need? This place doesn't seem safe. Why do you live here? Do you know how I could clean this debris around here? You'll probably need some explosives to shift those rocks. My brother at Inkfell used to make explosives. For the way operations, you see? Nasty stuff, but with the way it's all gone, I can't imagine he's still in business. What else do you know? I want to know. This place doesn't seem safe. I've been stubbornly holding out here for quite some time. Truth be told, I've been reconsidering my position lately. I've been happy here for so long. My wife and I had such a beautiful life until the collapse. Now I'm all alone and cut off by land and sea, left only with these trembling rocks on all sides. I could help you move. It's not that simple. My brother would never, you see. I used to live in Lingfell with my brother. He was a whaler back in the day. Things were bad. We fought a lot, mostly about how our parents' inheritance should be divided. We were in the prime foolishness of our youth. When my wife and I decided to move here, I took the family crest. I stole it from him. Now, after all this time, I can't return without it. Where is it? That's where the problem lies. After the collapse, that creature, it dragged debris from the house down into its wretched burrows. The crest went down with it. It's a lost cause, I know, but if you were to find it, it's a large whalebone crest. It would mean the world to me. I'll look for it. Thank you, but please be careful. Okay, this is Hermit, this is Avenue Storage. Okay, ich will nur mal gucken, bevor wir da wieder rausschippern. Ist der doofe Tornado immer noch in der Nähe von dem ganz offensichtlich tollen Ding, was ich haben möchte? Oh, da war ich gerade schon wieder irgendwas, was mich angerupt hat. No. Artifact Manifesto. That's a book. That's a message. Okay. Vessel SY Grand Prize Owner Mr. Michael Schult. Port Gay Cliffs. The Oaken Music Box. Ich glaube, die Zeit wird auch hier angehalten. Purchased from the Antiquarian at Little Marrow for a bargain price. Previously salvaged from an undisclosed shipwreck. Has the letter J carved on this underside. Otherwise in reasonable condition. Has not been opened for fear of damaging the mechanisms. Pending inspection by locksmiths. Wooden mask. Carved wooden tribal mask. Said to bring good luck, fertility, good health, fortune. Fortune, rain, and protection from evil spirits. Rain and protection? Ich denke, das soll so ein bisschen Komma theoretisch da noch sein. From evil spirits. Traded for a pair of socks and a pocket watch chain. 12-piece tea set. Bone china. Six cups, six saucers. Acquired from an eastern dealer. Do not use. Alright. Moment, ist ein 12-piece set? I guess 6 plus 6. Jar of Earth. A jar containing earth from a meteorite impact site. Allegedly. Yeah, okay. Schwer, das halt tatsächlich dann auch zu beweisen. Oh. Da ist noch eine kleinere Bude. Okay, gucken wir mal hier. Da ist immerhin so ein bisschen was. Okay. Das ist Ingfell und da ist ein bisschen beunruhigend. Achso, hier unten. Ich bin es gewohnt, dass das da oben auftaucht. Vielleicht hätte ich da drüben mal gucken sollen, ob hier unten noch ein bisschen mehr ist. The Retired Whaler. Okay. What is it? I heard you used to make explosions. Yes, I did. Sometimes the carcasses needed breaking up. It wasn't the most efficient or the most pleasant, but it got the job done. I've been thinking about getting back into it. I might be able to rustle up something strong enough to clear those debris piles in the cliffs. But I'm not sure. I don't have the energy these days. I would have a use for explosives like that. Alright, I'll think on it some more, but I make no promises. Anything else? Are there any shipwrecks around? The real wreck around here is the settlement at Gile Cliffs. My brother ditched us and moved on over to those cliffs years ago. I suspect he is regretting his decision now. The devil. Anything else? Never heard anything strange thing in the area. What can you tell me about? Ich mach einfach mal einfach hier durch, damit wir heute den Teil auch so abschließen. Some time ago, just after the last whale was brought in, there was a sudden exodus, that explosion, from Gay Cliffs.
Dozens of ships sailed past, packed up and hurrying away north as fast as they could. They were waving and shouting something at us from their boats, but we couldn't make it out. Never did see or hear them of them since. Anything else? Ingvell used to be a whaling town. Everson used to be. We would go out, bring in a carcass, and then the rest of the town would get to work. But the whales got scarce some 20 years ago, and now look at us, barely scraping by for a new candle. Okay, and then here noch sie. What is it? Do you need help? I've been trying to prepare a special meal for my partner, but I've been having some issues. Around here, we consider aged conger eels to be a particular delicacy. You may say they're rotting, but they're delicious if prepared correctly. Normally, we bury them in the ground and allow them to mature, but our dog keeps digging them up and eating them. I can't raise the subject without spoiling the surprise. Can you bring me an aged conger eel? Das heißt also, wir sollen vermutlich warten, bis der ist. Thank you, you'll be decently compensated. Anything else? Where can I catch those? Ah yes, they can be tricky to find. I'm told they inhabit the holes and burrows within the cliffs themselves. I imagine they are being fished out around these edges, so you may have to venture into the passageways of the cliffs to find them. Oh, and did I mention that they come only out at night? Yes, I believe they hide during the days. Good luck. Anything else? You know any odd characters? Have you heard the tale of Magran? He was an old whaler from these parts. As the whales got more scarce, the crew spent longer and longer at sea trying to find them. Magran, it seems, wasn't cut out for this. He formed an unnatural attachment to a scroll he found one on these ships. He says the scroll told him how to become immortal by eating mutated fish. People started calling him Magran the Fishman. One day, the town awoke to find all the boats, nets, and lines have been slashed in the night, and old Magran was nowhere to be found, nor has he been seen since. Anything else? Where can I sell fish here? We catch our fish themselves here, so we don't have much need for buying any. But there's a merchant that travels around. She's usually anchored across the bay. She buys and sells almost anything, and she does repairs too. Wow. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen für heute hier einfach mal zum Ende. Wir haben noch zwei weitere Bereiche, die wir uns angucken dürfen, aber das logischerweise dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.